So Leute, und willkommen zu Xenoblade Chronicles. Ja, der Zero springt hier über die Klippe, weil er ganz mutig ist. Und heute in dem Part werden wir nicht klären, wie oft ich am Tag masturbiert. Ja, ich weiß, da haben sich alle drüber Springt! Springt! Ich weiß, da haben sich alle drüber gefreut, beziehungsweise, dass ich darüber rede. Hallo Handy. Und nein, wir reden heute über etwas, was mit dem Spiel zusammenhängt. Ja, etwas Lehrreiches gibt's heute. Und zwar, wie ich diesen Spaken hier voll mein Schwert in den Arsch rahmen. Nein, ich rede heute über RPGs, beziehungsweise auch wieder über Nachfolger, über Xenoblade und alles Mögliche. Ich sag mal, die Xenoblade-Abonnenten sind eigene Abonnenten und es sind zwar nicht viele, aber das ist mir scheißegal, wie viele das Projekt gucken, weil solange es mir Spaß macht beim Aufnehmen, ist mir eigentlich alles recht latte. Da sind mir Aufrufe und sowas scheißegal. Wie gesagt, Leute, YouTube ist ein Hobby und nicht irgendwie jetzt hier, wer macht die meisten Klicks, ey, das ist Peanuts, Leute, das ist... Also wer so denkt, der hat auf dieser Plattform nichts zu suchen, ganz ehrlich, ey. Ist nur ein Tipp, deswegen... Und warum macht er das? Ich darf jetzt nicht sterben. Wenn ich jetzt sterbe, ne, das wäre total peinlich. Ich bin, glaube ich, noch zu schwach für diese Poppenspielerei da mit Viech, ey. Fernkanone. Genau. Genau, genau, so sieht's aus. Wir rennen doch mal weg. Weil wegen Grund und so, weil ich doch irgendwie Angst habe vor dem Ding. Ich bin weg, du kannst mich gar nicht treffen. Danke. Und au, 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 meine Milzschmerzen. Das tut echt weh, ehrlich. Hau doch einfach ab, Alter. Ich will nichts von dir. Da fährt er weg mit seinem Hintern aus Plasma. Gut, wir suchen uns einen anderen Gegner. Der ist mir doch ein bisschen zu OP. Massengesicht können wir wieder platt machen. Sehr schön. Stopp. Erstmal laden wir die KP auf. Ja, wie gesagt, die Xenoblade-Abonnenten sind mir wichtig, weil ich schreibe konstruktive Kritik und das ist mir sehr wichtig. Und das Spiel macht einfach Spaß zur Zeit und deswegen will ich auch das Projekt immer nicht abbrechen oder sowas, weil es zu wenig gucken oder sowas. Da gibt es andere LPer, als ich das mir manchmal anhören, da was die da labern, ey. Das kotzt mich an, sowas, ey. Ohne Witz, ey. Warum macht man denn sowas, ey? Das ist doch noch vorher bewusst, ey. Wer was guckt und wer nicht, ey. Deswegen, also, das ist man, da ist man. Und es ist. Klar, Leute, mir ist das egal, wer es guckt, wer nicht. Soll ich zur Unterhaltung gehen und nicht irgendwie zwingen oder sowas, ey. Das will ich auf keinen Fall, dass jemand gezwungen wird, hier zu gucken. Das ist YouTube. Und YouTube ist eben das, was beim Fernsehen eben der Nachteil ist. Man kann gucken, wann und was man will. Und wie man es will, ob man es im Badezimmer gucken will, auf dem Handy. Oder weiß was ich, ey. Deswegen, und da will ich niemanden dazu zwingen, ey. Aber wir werden heute über ein paar RPGs reden. Die vielleicht in Frage kommen würden als Nachfolger oder allgemein, was ich an Xenoblade zurzeit ganz gut finde und alles Mögliche. Einfach ein bisschen drauf eingehen. Mir wurden viele Spiele vorgeschlagen. Und ich habe ehrlich Bock auf ein paar Spiele. Mir wurde vorgeschlagen zum Beispiel Fire Emblem von vielen. Das soll ganz gut sein eigentlich. Ja, Schalk, renn mal zu irgendeinem random Typen hin und... Okay, Usain Bolt ist doch nochmal angekommen. Ach, jetzt haben wir... Ja, nee, ist klar, ne? Jetzt können wir keine Attacke machen, weil wir zu weit weg sind, ne? Du bist auch ein ganz lustiger, ne? Ja, die anderen sind schon da. Das ist geiler, ne? Ja, das ist natürlich geiler. Und... frisiert. Das ist eine schöne Chain-Tag eigentlich, ne? So, schade, du machst jetzt einfach mal, weil du ganz lustig wieder bist. Eine Metallsalve. Booms. Hier, ich versammle, ne? Nicht! Hätte ich jetzt gedacht, dass ich die nicht schaffe, aber ich habe sie mir gekriegt. Nice! Ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich nicht, auf keinen Fall. Richtig chillig, ey. Na gut, dann greifen wir noch ein paar Mal hier an auf dieses Nagelding. Na, willst du mich Nagel, Nagel? Badum, das ist ja toller Wortwitz. Ja, wie gesagt, was mir vorgeschlagen wurde, war Fire Emblem auf jeden Fall. Dann als Nachfolger was ganz anderes. Super Smash Bros. Brawl, der Subraum. Dann wurde mir noch vorgeschlagen Tales of Symphonia. Und Tales of Symphonia, den machen wir auch mal gleich. Was wurde mir noch vorgeschlagen? Baton Kaitos, wo ich noch ein bisschen sehr skeptisch bin, weil das Spiel soll sehr lang sein. Und ich will eigentlich kein Meilenstein-Projekt wie Xenoblade wieder auf dem Kanal haben, weil ich will einfach ein bisschen Abwechslung euch auch bieten. Und
Deswegen, bei so einem Langprojekt ist es immer doof, weil es geht ziemlich lange, wie gesagt. Dann geht es so ein halbes Jahr fast zum Projekt und es ist immer doof, ein bisschen. Deswegen. Und wieder ein langer Schengen-Tag, ey, geil. Machen wir Teilsalve. Mach mal Luftdieb. Noch eine, was ist dann jetzt los, ey? Luftklaue. Ja, 100.000, sehr schön. Dafür, dass wir keine Spezialtechnik benutzt haben, sehr gut eigentlich. Sehr, 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 sehr schön. Wenn wir so eine mal bei Eggy oder sowas hätten, ey, das wäre natürlich overpowered, aber egal. Golden Sunbomb auch vorgeschlagen. Eines der besten RPG meiner Ansicht nach. Also jetzt für was ich damals gespielt habe. Golden Sun ist ein sehr schönes Spiel, aber weiß ich nicht, ob ich das spielen soll. Habt ihr da Bock drauf, Golden Sun? In der ersten Teil, der wird für mich blind, weil da wollte ich mich eigentlich nicht dran wagen. Deswegen, da wollte ich dann blind LPen später. Also ich habe die ganzen Spiele damals in 2002... Nee, wann ist der DS rausgekommen? Ich glaube 2003 kommt schon fast hin mit dem ersten Teil und 2004, 2005 ungefähr mit dem zweiten. Ich glaube, es kommt sogar hin. Ich glaube, das kommt echt hin, ne? Ja, es kommt, glaube ich, hin. Damals habe ich Golden Sun mit meinem Vater damals immer so zugeguckt, so ein bisschen die Stars, er war immer voller Overpro und er hat für mich als Plays auf gut Deutsch, er hat so ein bisschen gelabert nebenbei, gesagt, ja, jetzt haben wir hier die Mega-Klinge und die Stars, ich so, boah, geil, Alter. Ohne Witz, ey, das gab's damals, ey. Und so habe ich zum Beispiel auch damals schon früher erpet, weil ich war so wie mein Vater später, also ich war der, wo die ganzen Kleinkinder herkamen und haben gesagt, oh, cool, zeig mal dies, zeig mal das, weil ich immer total Overpro war bei Pokémon, bei welchen Spielen und alles, weil ich der Älteste bin hier in meiner Straße und da kamen immer die ganzen Kleine und haben immer so zugeguckt und ich habe immer so gelabert und, nein, nicht gelabert, die haben alle zugeguckt so ein bisschen und haben alle so geprahlt und, oh, du bist der Coolste und, oh, gib mir das und da tausch du auf und es ist einfach so chillig, ey, das Gefühl jetzt auf YouTube zu haben mit 2500 Leuten, ey, Leute, ihr seid krank, ey. 2500 Leute, stellt euch erstmal vor, Alter. 2500 Leute stehen vor euch, ey. Alter, so viele Leute haben diesen Verrückten abonniert hier, der hier vor euch zockt täglich, ey. Ist krank, ey. Ist krass. Ah, aber ich werde auch so ein Umfragevideo starten, weil es guckt nicht jeder Xenoblade. Und vielleicht hat noch irgendjemand anders eine Idee. Für ein neues Projekt, der nicht unbedingt Xenoblade jetzt guckt, aber sich vielleicht ein anderes RPG oder sowas wünscht. Von daher, müssen wir einfach mal gucken, wie wir das machen. Nö, aber uns wird was finden. Das neue Fire Emblem für 3DS, das soll richtig geil sein. Und ich habe ja auch bald nach PMD Portal in die Unendlichkeit, habe ich ja auch meine Capture Card. Danach bestelle ich mir sie erst, weil danach schicke ich mein DS auch ein. Und dann habe ich eine Capture Card und mit der werde ich dann, ja, vielleicht sogar das neue Fire Emblem dann machen. Was haltet ihr davon? Also, ich find's geil. Das sind 3DS, das soll richtig geil sein. Das soll die Fire Emblem-Reihe nochmal gerettet haben. Wenn das irgendwie nicht oft genug verkauft wäre, hätte, dann wäre die Serie, glaube ich, eingestampft gewesen. Oder irgendwie so. Ich habe noch nie Fire Emblem-Teil gespielt, deswegen das wäre ein Blind-Teil. Könnt ihr mir in Comments schreiben, findet ihr es geil? Deswegen Tales of Symphonia, Fire Emblem, Golden Sun. Ihr könnt euch mal einen aussuchen von den dreien. Ihr könnt ihr mal alle so schreiben, nee, das finde ich doof, das finde ich geil, das finde ich ultra geil. Warum kriege ich einen Orgasmus? So ungefähr könnt ihr das in die Reihenfolge machen. Und das Serious ist natürlich der Orgasmus, ne? Für alle weiblichen Abonnenten. ja, okay, jetzt raste der Zero total aus hier. Und da haben wir wieder so einen Exterminator Asche, der uns zu Asche verarbeiten wird. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und los da! Nimm 7-9 Minuten fast schon auf, ey. Krasse Kacke, ey. Kommt mir gar nicht so lang vor. Stopp! Lauf weg da. Ich habe keinen Bock auf die anderen großen Gegner. Ich will nur gegen die Asche kämpfen, weil der krabbelt da in eine Richtung und da kommt uns jetzt wahrscheinlich entgegen. So, und jetzt battlen. Und go! Und jetzt könnt ihr ihn auseinandernehmen, Leute. Hackt ihm die Beine ab, kocht seinen Kopf und keine Ahnung was noch. Macht einfach, was ihr wollt. Das wäre ich, ne? Da habe ich kein Problem damit. So, dreh dich mal weg, Alter, du mit deinem roten Auge. Jetzt macht er sich zu... Was? Beyblade vor mir, dreht er sich einmal. Kranke Kacke. Hilf mir! Hilf mir! Danke. Okay. Ja, mein Name ist gleich ready. Sehr schön, dann kann ich... Wir haben Shane Tag ready. Nice! Das heißt... Nein, nicht Minado. Shane Tag. So, danke. Vielleicht kriegen wir nochmal eine schöne Shane Tag hin. Mal gucken. 15k. Ja, sollte eine hohe werden. Das soll auf jeden Fall drauf gehen dabei. 21k. Und ein Headshot. Ende. Ja, ich wusste es. Oh Mann, Game, du bist so unfair zu mir.
so böse. Aber dafür liebe ich dich. Pam! Und tot. Und eine Silber Chest for me. Just for me. Nur Edelsteine. Schade. Egal. Scherenkäfer. Uns fehlt noch ganz wenig. Uns fehlt nur das Obst. Dann haben wir alles. In der Kollektion auch hier auch. Das ist sehr schön. Und wir sind fast Level 67. Das ist sehr schön. Also 68 werden wir wohl nicht mehr erreichen, diesen Part. Was dauert einfach noch zu lange. Krass, ey. Das dauert einfach mega lange, ey, Leute. Das dauert mit der Zeit, ey. Ich nehme schon eine halbe Stunde auf mit dem Leveling, ne? Und ihr merkt ja, wie wenig ich es geschafft habe. Ein Level up und viel gedroppt eigentlich, oder? Dann, ja. So, mach mal, ob wir einen Triple Krill hinkriegen mit einem One-Hit. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Und wir gehen sich alle ein bisschen dusselig hinstellen. Ne, die stellen sich nicht dusselig hin, die wollen nicht. Oder so vielleicht? Komm schon, komm schon, komm schon. Pumps! Yo, es war ein sehr schöner Schaden. Da habe ich drei alle getroffen, auf jeden Fall. Drei alle getroffen. Da habe ich auf jeden Fall alle drei getroffen. So natürlich. So meine ich das. Aber ich wollte auch mal ein bisschen was anderes erzählen. Und zwar, was macht für mich ein RPG interessant? Weil da könnte ich auch allgemein auch ein ganz normales MMO ja spielen mit euch. Das wäre auch eine Sache. Mit Abonnenten, MMOs. Aber auf MMOs, Leute, habe ich leider keinen Bock drauf. Von daher will ich mich doch lieber auf RPGs hin zurückziehen. Und ja, weil einfach die Story alles da besser ist. Und das Aufnehmen für mich auch viel leichter ist, weil ich kann mich nicht immer nach Abonnenten richten, weil ich nehme dann auch, wenn ich Bock habe und ich sag, ich muss um 18 Uhr aufnehmen, dann weiß ich ganz genau, ich habe immer schlechte Laune, weil ich dann unter Druck stehe. Ja, ich setze mich ganz schön unter Druck dann. Klingt doof, ist aber echt so, weil ich kann nie was auf Zeit machen. Wenn du das auf Zeit ist, ist es so stressig für mich und es ist alles kacke. Nee, deswegen, ich mache alles spontan, wie ich Bock habe. Zum Beispiel ist es jetzt, wie spät ist es jetzt ungefähr? Ich hab doch hier eine Uhr. Es ist 11 nach 9. Oh. Hi. Dann machen wir dich mal kaputt. Boss gefunden, sehr schön. Es ist 11 nach 9. Oh, also jetzt abends, ne? Und ich habe ganz spontan gerade die Aufnahmetaste gedrückt, habe jetzt 4 Paar Xenoblade aufgenommen. Warum? Ganz spontan eben. Deswegen, also es ist einfach nur, weil ich gerade Bock hatte. Und nicht, weil ich irgendwie wollte. Weil ich habe gedacht, ja, was machst du jetzt noch an so einem schönen Abend eigentlich? Ne, ich kann auch Inliner fahren oder sowas oder noch keiner mit dem Hund rausgehen. Deswegen ist es nämlich sehr spät schon und kann eigentlich gar nichts mehr machen. Zum Kollegen lohnt es jetzt nicht mehr, weil ich gleich auch schon ins Bett gehe. In einer Stunde oder sowas, von daher eigentlich unnötig. Und ich meine, warum nicht einfach aufnehmen, ey? Das ist doch einfach jetzt das Geilste, was du machen kannst. Und warum auch nicht, ey? Wenn ich keinen Bock hätte, dann hätte ich irgendein LP geguckt oder hätte mir ein YouTube-Video angeguckt oder hätte, keine Ahnung, irgendwie gechillt oder... Keine Ahnung, hätte geduscht oder hätte gechillt und geduscht oder hätte mir MP in der Dusche angeguckt oder weiß ich doch nicht, was ich gemacht hätte oder weiß ich doch nicht, was. Ja, ihr wisst, was ich meine. Harmonie-Münzen. Nice. Wir sind gleich Level Up, das ist sehr schön. Ich kann ja gleich mal gucken, ob wir vielleicht schon eigentlich Schaden machen am Ende des Parts. Das wäre vielleicht eine ganz schöne. Goldchest! Nice. Ich habe den jetzt zwar verhauen, aber ist mir egal. Ich habe eine Goldchest gedroppt. Das ist sehr nice. Nice, nice, nice. Und den Kreis, den drehen wir jetzt um. Ha, ha, Kreis drehen, lustig. Ja, das haut doch rein, ey. Geil. Deswegen, also, aufnehmen ganz speziell. Aber was ich jetzt zu RPGs noch sagen wollte, und zwar, RPGs müssen für mich ein offenes Spiel sein, wie hier immer. Man muss rumreisen können, man muss erforschen können, man muss alles machen können. Und dann schöne Quests und alles und ausrüsten und dann auch mit Charakter selber erstellen und Klamotten selber erstellen. Sowas wie Animal Crossing, bloß mit Kämpfen und so. Das wäre das Coolste überhaupt, weil Animal Crossing ist geil. Genau, ich mache Animal Crossing nach Xenoblade. Das ist kein Scherz, Leute. Animal Crossing ist geil. Schreibt mal in die Kommentare. Finde ich Animal Crossing geil? Ich find's richtig geil, ey. Damals auf dem DS mega gesuchtig. Was ist das denn für eine Sache hier? Angie-Harnisch. Hört sich interessant an. Angie. Angie. Whatever matter. Kriegt die gute Scharlawal. Oder? Gucken wir uns mal an. Jo, schöner aus. Hab nichts gesagt. Schöne Tit. Wir bleiben bei dem. Okay. Physische Barriere 4 ist da drin. Ne? Ja, das bleibt auf jeden Fall erstmal. Ein Messer habe ich noch bekommen. Und zwar, was war das für ein Messer? McKinnerschwert 2. Was ist das, ne? Ja.
Mach mal an, sieht der cooler aus, der Stab? Dann sieht man schlecht, ne? Na, egal. Für wen war jetzt das Schwert, was ich gedroppt habe? Keine Ahnung. Egal. Dann... Was? Du hast nichts in deinem... Warum hast du da nichts drin, lol? Zur Hölle, warum hast du da nichts drin? Das wundert mich gerade. Ich habe doch überall was reingemacht eigentlich. KP wäre geil, ne? Hab ich noch ein KP? Heilprozess, ne? Etta wäre auch ganz schlecht. Wäre gar nicht mal so schlecht, meine ich. Was können wir sonst noch reinmachen? STR? Ein Dreier? Ein Dreier sei nie so schön, ne? Aber machen wir erstmal rein, würde ich sagen. Besser als gar nichts. Gut. Ja, was machen wir? Keine Ahnung, was wir jetzt noch machen, Leute. Auf jeden Fall das Level Up noch. Und dann werden wir mal schauen, was wir machen. Vielleicht kriegen wir nochmal hier so einen schönen Kristall. Ein wenigstens. Nein. Nein. Nee, schade. Leider keinen bekommen. Oh man, warum nicht? Keiner mag mich. Keiner mag mich. Auch nicht mal diese Kristallbader. Die will mir auch nichts geben. Nichts gönnen die mir. Nix! Da sind noch ein paar Gegner. Da gehen wir auf jeden Fall mal hin. Und machen wir die noch kaputt, das sollte eigentlich reichen, glaube ich, für ein Level-Up, oder? Sollte, ja, klar. Sind zwar Mini-Gegner, aber Mini ist immer gut und... Ja, ich mag kleine Gegner. Decision. Und dann klatschen wir jetzt einfach hier kaputt. Wow, One-Hit ist der fast, ey. Kacke, ey. Okay, die geben doch nicht so viele EP, wie ich dachte. Und daher müssen wir doch vielleicht nochmal gucken, was wir machen. Und ich werde das mit Eggie offscreen machen, Leute, damit ich nicht die Spannung wegnehme für euch. Und falls es dann nicht reicht, dann werde ich noch ein Level offscreen machen, wohl. Deswegen, also. Jetzt haben wir genug Level-Parts gehabt. Zwei Stück, die waren vielleicht ganz lustig, ganz amüsant mal für euch. Mal was anderes. Hallo, Fettwans Gesicht. Na, hast Bock auf einen Schmetterschlag ins Gesicht? In dein Massengesicht! Habe ich gut getroffen? Don't know, man. Auf jeden Fall würde ich sagen, Penetration von der Seite, hinten, whatever, Mather. Und dann geht's auch schon los. Mit einem Backslash. Oh, ich habe mein Dings vergessen, ne? Ja, ich habe die Weißattacke vergessen. Ja, ich habe sie vergessen. Eindeutig. Vielleicht macht sie auch so, ja. Who knows? Vielleicht haben wir Glück. Ich glaube zwar nicht, aber... Hey, probieren geht über studieren. Und wow, wow, ich fliege! Nein, nein, nein! Oh, ich wollte gerade sagen, ich fliege da runter jetzt, ne? Aber nein, Shaik ist mit seinem Kopf gegen das Geländer geflogen, ist deswegen ohnmächtig. Und der Roboter will mir natürlich sofort helfen, wie süß der ist. Oh, du bist so süß zu mir. Du willst mir unbedingt helfen, weil ich gegen das Geländer geflogen bin. Oh, komm her, du kleiner Nagel, ne? Deswegen, das Massengesicht ist gleich kaputt. Und die Roboter sind eigentlich auch alle gleich kaputt. Von daher sollte das eigentlich hier kein Problem werden. Ich setze das Minado fast in mir ein, ne? Merke ich gerade. Warum bin ich so langsam? Ich muss schneller sein. Ich brauche Hast, ey. Ich brauche unbedingt Hast, ey. Oder irgendwas, das schneller macht, ey. Wie mache ich mir Hast-Kristalle? Sagt mir das mal in den Kommis, ey. Ich versuche es immer zu faul, um ins Wiki zu gucken, ey. Weil ich will mich nicht spoilern lassen oder irgendwas. Irgendwas, ey. Von daher lasse ich das meistens. Und nochmal einen Fliegenklatschenschlag. Pams. Das war kein Level-Up. Wow. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, wir leveln hier mindestens auf, ey. Aber nö. Krass, ey. Ich nicht gedacht, ey. Oben vielleicht noch was? Oben ist noch einer, aber... Einer? Könnte ja wirklich so viel bringen? Wir gucken mal, vielleicht bringt das ja. Wenn nicht, dann nicht. Wenn nicht, dann nicht. Dann ist es so. Dann ist das so. Hallo, du Einer. Du Groß. Du Großmaul. Dich machen wir jetzt kaputt, weil du ein großer Junge bist. Es gibt keinen anderen Grund dafür. Ich werde zwar gleich nur mit Charla und Schulkenlevel erreichen, aber ich werde Fiora offscreen nachziehen lassen, dann auch wieder das 37 ganz testen. Keine Sorge, Leute, also ich werde es irgendwie machen. Deswegen, da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Der Sido regelt das schon irgendwie. Auch Sperrklinge, warum ich die mache, kein Plan, weil die cool aussieht. Oh, Headshot, das war's wahrscheinlich wieder, ne? Ja. Es gibt mal nur eine 3er, dann gibt es mal eine 7er, dann gibt es mal eine 10er und dann gibt es einfach mal irgendeine andere random. Wow, ich fliege! Wow, ich bin Vogel. Ich bin ohnmächtig. Wieder gegen das Geländer geflogen. Scheiße. Gut, Leute, ich würde aber sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Xenoblade Chronicles. Wieder gegen Eggil.
Oh nein, ich bin kein Level abgegangen. Egal, das mache ich auch Skin. Haut rein, meine Freunde, bis zum nächsten Part und ciao, ciao.